Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Kreaturen in League of Legends. Heute haben wir ein sehr spezielles Exemplar gefunden, was sehr scheu war und zuerst mal vor kurzem sein Gesicht gezeigt hat. Es geht nämlich um Kha'Zix, einem Insektoiden. Ja, nach langer... Ja, wie soll man sagen? Nach langer Studie habe ich herausgefunden, dass er eigentlich sehr gut geeignet ist, um in seinem natürlichen Reservoir zu bleiben, nämlich im Dschungel. Die andere Sache ist, dass er sich natürlich auch sehr gerne auf der Lane befinden würde, aber es dazu zu ein paar kleinen Problemen geben könnte, da seine Tricks meistens dafür ausgelegt sind, mehr aus dem Hinterhalt anzugreifen. So, was hat dieses Exemplar gerne an Startrunen dabei und welche Masteries? Ich bin davon ausgegangen, dass er eine Art Kämpfer ist, aber ihm es mangelt an Selbstverteidigung in Sachen Resistenzen. Deshalb habe ich die Glyphen gewählt, indem ich 6 Attack Damage genommen habe, also direkten physischen Schaden. Dann habe ich mich dazu entschieden, ganz einfach die blauen in Magic Resistance zu nehmen, die aber mit dem Level skalieren. Dann das übrig gebliebene, die gelben und die Essenzen, habe ich in einem ganz besonderen Format gewählt, nämlich in der Rüstung Richtung in den gelben. Und den Essenzen mehr den Attack Damage zu nehmen, da er, glaube ich, gerne mal dafür da ist, ein bisschen Schaden zu machen. Was man dazu noch sagen kann, ist, dass man einem noch einfach ein bisschen freie Wahl lassen könnte. In der Richtung, nehme ich die Magic Essenzen direkt oder nehme ich lieber die, die ein bisschen skalieren. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, dass die skalieren. Da es, ich denke mal, ein bisschen besser ist und einfacher ist. So, da hat das Team natürlich sehr gut reagiert und dafür sich eingesetzt, dass wir den bösen Clown aus der natürlichen Umgebung dieser sehr seltenen und sehr scheuen Kreatur erledigt haben. Das haben sie sehr gut gemacht. Ein großes Lob an das Team da. So, im Nachhinein stellt sich fest, dass der kleine Insektoide nicht dafür gerade zu sehen ist, dass er eine sehr hohe Ausdauer hat. Es empfiehlt sich, wenn man jetzt nicht speziell sehr schnell ganken möchte, so wie das jetzt in diesem Fall ist, mehr auf eine ganz normale Stoffrüstung zu setzen. Ich denke, es würde einem mehr so in den Dschungel erleichtern. So, während sich die Kreatur ein bisschen ausruht und wartet, dass sie Flügel bekommt, indem sie das auf Level 4 im Level 4 zu erwarten hat, sind wir mal gespannt, wie es dieses erreicht. Ich denke, es ist die beste Methode, die kleinen Camps zuerst mal zu clearen, da es sehr erleichtert wird und eigentlich so schnell an Erfahrungspunkte kommt. Trotzdem sollte man immer darauf bedacht sein, dass vielleicht ab und zu ein Gank unter Level 3, vielleicht sogar also unter Level 4, bevor man sozusagen sein eher die Flügel bekommt und seinen Skill hat, um Distanz hinter sich zu setzen.
Wie man sieht, ist die Kreatur ein bisschen paranoid und möchte nicht von einem Clown erwischt werden. Deshalb ist es immer eine gute Möglichkeit, ihre Sporen, die sie hat, abzuschießen. Position for ambush. So. Jetzt hat sich die Kreatur leider ein bisschen zu früh gezeigt. Und man sehe, der Eastwell hat noch nicht so eine große Reichweite. So, das Einzige, worauf wir jetzt warten können, ist auf einen, worauf die Kreatur warten kann, ist auf einen kleinen Fehler eines Zauberers. So, zack. Das Wichtigste ist allgemein bei so welchen Zauberern oder Kreaturen, die Flächeneffekte ausnutzen, dass man nicht gerade, ja, wie soll man sagen, die jetzt nicht in die Gruppe reintreten. Da ich denke, niemand es gerne mag, wenn man auf dem Weg plötzlich, ja, wie soll man sagen, seinen eigenen Teamgefährten nach einem sehr harten Kampf ausschaltet. Wie ein guter Jäger wartet jetzt das Insekt auf ihre Chance. Yum, 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 yum. Endless hunger. So, das Problem jetzt an dieser Kreatur ist, sie braucht leider den blauen Saft der Fertigkeiten. Kurz gesagt, Mana. Es hat leider keine, wie es einem erhofft wurde, vielleicht Energieregeneration, sondern mehr in der Richtung, mehr in der Richtung Energie oder ganz normale nur Abklingzeit, wie es sein Gegenstück hätte, der Rengar. Aber in der Beziehung hat man schon ein paar Schnitte gesehen, denn Rengar ist mehr der Jäger, der auf Trophäen aus ist, wobei der gewöhnliche K6 mehr dafür da ist, in der Richtung, ich nehme mal nur das, was ich brauche zum Überleben. Was immer sehr gut ist, einige rote Tränke zu haben, die den grünen Lebenssaft auffüllen. Denn nach einem harten Kampf niedergeschlagen im Dschungel ein bisschen unterzugehen oder zu regenerieren, hat man eigentlich immer die Chance. So, die Sache ist jetzt, wenn man selber gebrochen ist, könnte man natürlich in der Richtung den Blue Buff jetzt für sich selbst einfach mal beanschlagen. Aber ich denke, das wäre jetzt die falsche Richtung, denn in der man ist nicht gebrochen oder sowas, sondern man ist stark genug und jeder in der Mitte, der den blauen Saft benutzt, freut sich natürlich über ein bisschen Hilfe. So, jetzt kann man aber auch sagen, wie es in den Spotlights ist. Hey, er hat ja diese besondere Fertigkeit, nämlich wenn man auf Q geht, dass der Ziele, die isoliert sind, man mehr Schaden an denen zufügt. Ja. Das ist natürlich dann ideal. Hey, wir machen mal die kleinen Minions weg und dann gehen wir auf die großen. Was ich aber in der Richtung schwachsinnig finde, denn man muss ja dann trotzdem noch Schaden auf die kleinen machen. Also bleibt es im Endeffekt gleich, ob man jetzt direkt den Q-Spell auf alle benutzt oder mehr in der Richtung, ich warte, bis er isoliert ist und dann greife ich dann damit an. So, da haben wir gesehen, dass es super ist, wenn man im Team zusammenarbeitet und die Fertigkeiten kombiniert. So, bei Erreichen der Stufe 6 wird eine besondere Fähigkeit freigeschaltet, nämlich die Entwicklung. Nämlich, da es ein Sektorit ist, hat er verschiedene Sachen zu entwickeln. Entweder man kann seine Claws, also seine
Klauen entwickeln oder seine Flügel oder seinen Ulti oder seinen sozusagen Rücken. Also diese Stachelrücken. Den Stachelrücken empfehle ich nur, wenn man viele Probleme im Dschungel hatte und so ein bisschen darauf angewiesen ist, auszuweichen. Ich denke aber, da ich gerne ganken werde, werde ich mir mal meine Flügel entwickeln lassen. So. So, da er jetzt in seinem ganz normalen Habitat so gejagt wurde, müssen wir ein bisschen ausweichen. Zack. So, da haben wir es noch geschafft, der Ulti auszuweichen. Wow. Das war ein sehr knapper Kampf, aber wir haben leider nur einen bekommen. Das war nicht sehr gut und zwei von uns sind gestorben, aber wir haben dem bösen Clown gezeigt, wer hier der Boss ist. So, ich denke, ich werde mich darauf spezialisieren. Die Kreatur sollte je nach Lage sich darauf spezialisieren, was sie nimmt. Da ich aber sehe, dass sie 1, 2, 3, 4 gegnerische Champions sich befinden, die an das Innere der Kreatur möchten oder einfach nur, dass sie qualvoll leidet, habe ich mir die Ninja herbeigenommen, da diese den normalen Schaden erniedrigen. Und wenn man sich so die Teamkonstellation sieht, vier, die auf diesen normalen Schaden sitzen und nur einer der magischen Kräfte benutzt, ist es doch besser, wenn man sich dafür entscheidet und dann doch lieber den Weg geht. Ich nehme lieber das. Man kann natürlich auch mehr die magieresistente Version nehmen oder man sagt, ich bin mir einfach viel zu langsam, ich nehme mir lieber meine guten Fünfer-Schuhe. So, da hat mein Team, mein Teamkollege leider nicht so stark aufgepasst und mich mehr unterstützt. Aber da kann man leider nichts machen. Hier oben entbrennt leider gerade ein Kampf, den der Malphite verlieren wird. Oder, was heißt, verlieren wird. Er wird ihn nicht überleben. Das war ein bisschen nicht gut gewählt, aber in der Richtung, solange der Cho'Gath im Endeffekt noch überlebt, sie haben immerhin den gegnerischen Insektoiden getötet und ihm sozusagen so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass er sich hier nicht alles erlauben kann. Ich habe aber Angst, da ich gesehen habe, dass hier wer in den Dschungel gegangen ist. Ach nee, da kommt er wieder raus. Dass der Shaco aus dem Dschungel jetzt verschwunden ist und der Silian auch, habe ich Angst, dass sie versuchen, meinen Blut zum Beispiel zu machen. Deshalb sneak ich hier mal ganz kurz um die Ecke und habe mal überprüft, ob die Luft rein ist. Man sehe aber, die Luft ist rein. So, jetzt kann man natürlich wählen. Was nimmt man? Nimmt man mehr die Flügel oder entscheidet man sich mehr für den sozusagen Überlebenseffekt? Ich denke aber mehr, dass ich mich mit den Flügeln betätigen werde, da die Flügel einfach, ich denke, die bessere Wahl sind für Ganks. Je öfter sie sozusagen vorhanden sind, desto besser ist es. Jetzt sehen wir,
Wir haben ein Insektengebiet. Den haben wir leider verschreckt. Wir konnten kein gutes Foto von ihm machen, aber das ist nicht so schlimm. Oh, ich sehe im... Auf der Botlane ist ein Kampf entbrannt. Und ich nehme mir ein bisschen Proviant mit, indem ich zwei Steingolems esse. Eine sehr interessante Wahl. Und wir haben im den gegnerischen Team wieder den Clown gekillt. Das ist natürlich sehr gut. Wow, und sogar noch einen gegnerischen Entdecker. Das ist natürlich sehr schön gewesen. So, jetzt haben wir die Wahl. Wir sehen hier, ist jemand. So, versuchen wir uns mal ein bisschen mit den Fertigkeiten, die wir haben, hochzuheilen. Um es nochmal sozusagen kurz gesagt zu machen. Ui, und dann sind wir wieder weg. Da konnte ich leider nichts machen, da sie drei waren und mein Leben nicht gerade dafür gesprochen hat, dass ich reingehen sollte. Nein, leider haben wir nicht genügend Mana, um sozusagen den Safety Leap zu machen. So, was denke ich, werde ich mir jetzt als nächstes erholen? Das nächste ist natürlich sehr gut, ein Brutalisierer, da er die Abklingzeit erniedrigt, also verniedrigt, reduziert in der Richtung. Ja, so in der Regel ist es immer schwer, sowas zu beschreiben, da man aktiv jetzt gerade noch an der Untersuchung ist, dieser Kreatur. Aber ich denke, wir haben die richtige Wahl und es getroffen und warten jetzt einfach einmal. Was diese Kreatur noch so anfährt. Und ja, dieser Clown musste auch dafür leiden, dass er viele Fehler gemacht hat. Hopp. So, und es muss bestraft werden, dass jemand den Busch face-checkt, weil wir uns richtig positioniert haben. Sehr gute Aktion von dem Malphite, muss ich da sagen, dass er sich in den Busch reingestellt hat und ich sozusagen im Endeffekt einfach nur noch hineingesprungen bin und ihn mit meinem Q-Spell, den man am besten als erstes drauf, also hochskillen sollte. Position for ambush. Oh yay, das war eine schwere Wahl und leider wird es nicht hinreißen. Das war nicht sehr gut aufgepasst von der Kreatur, denn sie hätte mehr auf die Umgebung achten sollen. Denn in der Richtung muss man ja sehen, es ist eine Kreatur, die sehr viel Schaden macht, aber sehr leicht zerdrückt werden kann. Deshalb muss man warten wie ein Jäger in der Richtung und einfach sozusagen wie eine Spinne warten und langsam die Beute in das Netz reingehen lassen. Und dann, wenn es in der Nähe des Netzes ist, bam, zuschlagen, mit den Klauen sozusagen den Körper aufreißen und das leckere Fleisch rausholen. Nein, natürlich nicht so hart, denn dieser Clown hat, glaube ich, sehr wenig Fleisch an sich. Das ist mehr so die andere Richtung. So. Wir sehen gerade, dass Fatal versucht er. Ja! Unsere Kreatur, diese Kreatur aus der Tiefe, die natürlich uns nicht so bekannt ist, versucht hat, qualvoll jemanden zu töten, dieses aber nicht so gut gelungen ist.
So. Wir greifen jetzt ein bisschen mit den scharfen Klauen an, die sogar Steintürme zerhauen können. So, jetzt gehe ich hier raus, entferne mich ein wenig vom Turm, denn die Kreatur mag es nicht, wenn sie komplett von diesen Türmen getroffen wird. So, das nächste, was wir entwickeln, sind unsere Klauen. Und man sieht, die sind schon richtig dick geworden. Und den Bonus, den wir bekommen haben, kann man hier nachlesen. So, jetzt muss man sich entscheiden, was man am besten nimmt. Ich denke, die letzte Evolution, da man sozusagen 3 seiner 4 Fertigkeiten verbessern kann, wäre die Variante, dass man die die Ultimate ein bisschen verbessert. Da es die Ultimate erlaubt, wenn man sie entwickelt hat, dass man 40% weniger Schaden nimmt, solange man in dem Stealth-Modus ist. Das war wieder ein leckerer Schmaus für unser kleines Insektoiden. So, das war eine Fehlreaktion des Clowns. Eieieiei, das war eine sehr schlechte Wahl, die man da getroffen hatte. Zack, ja, das war leider dann doch ein bisschen zu viel geworden oder gewesen. Da hat sich die Bestie leider ein bisschen in der Richtung, verschätzt mit dem Schaden, den die Gegner an ihn selber angerichtet haben. Was wir jetzt als nächstes wählen könnten, wäre, man könnte mehr in die Richtung gehen, wir erhöhen unsere Resistenzen oder man bewegt sich mehr in die Richtung Offensive. Ich habe die Wahl getroffen, etwas von beidem. Wir gehen mehr in die Offensive, aber nehmen trotzdem noch die Magieresistenz. Denn in der Richtung hat man ja gesehen, dass das gegnerische Team meistens aus dieser Magieresistenz besteht, also aus dem physischen Schaden besteht. Zudem kann man einfach auch noch ein bisschen Magieresistenz nehmen, ist ja nicht schlecht anzusehen. So, wir sehen jetzt gerade, dass der Cho'Gath, das Ungeheuer aus der Tiefe, einen Blue Buff hat und ich gerne unseren Blue Buff für uns beanspruchen würde. Ich sehe aber, da kam mir jemand schon zu früh. Und sehe hier, er ist ein Clown. No escape. Om nom 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 nom. A different view. So, da jetzt da alle auf einen Haufen sind, sollte man da lieber ein bisschen aufpassen. Und sich ein bisschen zurückziehen. Uah. Da gemacht haben ist, wir haben einfach abgewartet, bis das Ziel isoliert war und uns dann sozusagen einfach mal so reingeworfen, um es fertig zu machen. So,
Jetzt haben wir gesehen, dass es nicht so gut war, dass wir uns unsichtbar gemacht haben, da wir einfach keine Chance hatten. Ah, das war natürlich sehr gut von unserem Team gemacht. Oh, da sieht man diese großen Kreise, die sich da ziehen. Das sind schöne, isolierte Ziele, die man ganz einfach erwischen könnte. So, jetzt hacken wir weiter auf den Turm ein. So. So, um eine große Distanz auf einmal zu überbrücken, ist es am besten, dass man rüberspringt, da die normalen Gegner nicht über diese Fertigkeiten besitzen, sollte man so schnell wie möglich... Ah, das war sehr gut von dem Stein da nochmal reinzurennen. So, man muss immer die sozusagen am besten reagieren. Man könnte jetzt in den Kampf reingehen, vielleicht noch jemanden mitreißen und dann selber sterben. Ist es aber im Endeffekt das, was man haben möchte? Ich denke nicht. In der Richtung ist es besser, dass man sich mehr zur Wehr setzt und dann mehr wegspringt. Die Sache ist, ich hätte jetzt sehr viel früher wegspringen können. Zum Beispiel, wenn ich hier im Busch wäre, könnte ich jetzt hier rausspringen. In der Richtung bringt mir das nichts. Deshalb ist es am besten, dass man sozusagen den größten Weg, dem es einem möglich ist, zurückzulegen. Heißt, man muss eigentlich über eine Wand springen. Denn in der Richtung müsste ja ein Gegner außen herumgehen, um einen zu verfolgen. Also ich denke, da geben mir alle recht. Deshalb ist es am besten, dass man einfach in der Richtung sagt, hey, statt mal von hier nach da zu springen, springe ich lieber hier rüber. Und habe sozusagen so eine erleichterte Chance, wegzukommen, da der Gegner, wenn er nicht gerade über Flash besitzt und einen so sozusagen noch überraschen würde, immer noch die Möglichkeit hat, über Wände zu gehen. So, da haben wir dem bösen Zauberer gezeigt, wo die Lunte hängt. Ich benutze meine Laterne einmal zum Worden des Barons. Hier. Ja, das ist nicht sehr gut gewesen. Ja. Natürlich sollte man dafür achten, dass er noch ein Auto-Hit-Champion ist und deshalb nicht unbedingt nur das ganze Mana so verunstaltet werden sollte, da man das vielleicht noch im Regelfall brauchen könnte. Wir sprechen, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen über die Kreatur. Die passive Eigenschaft, die jede dieser Kreaturen an sich besitzt, ist es, wenn man ungesehen ist, erhöhten Schaden zu verursachen beim nächsten normalen Angriff, aber nur auf Champions in der Richtung. Ja, als... Als Gentleman würde ich da schon sagen, in der Richtung, man sollte sich darauf nochmal zurückverfolgen. Okay, jetzt haben wir nochmal die Chance, kurz darüber zu erzählen, was diese Kreatur kann. Die Passive macht, erlaubt es einem, den nächsten Angriff auf einen Champion Magieschaden zu verursachen und diesen zu verlangsamen um 35%.
Dieser Effekt tritt immer auf, wenn man sozusagen ungesehen ist. Das heißt, wenn kein gegnerischer Champion einen selber sehen kann. Das heißt, man kann ganz kurz in den Busch gehen und bekommt so diesen Buff. Der Q-Spell ist die Fähigkeit, mit seinen Klauen zuzuhacken. Die Passive dieses Spells erlaubt es einem zu sehen, wer isoliert ist. Und an diesen isolierten Schaden verursacht man dann 150% des Schadens sozusagen mehr. Das heißt nicht nur 80, sondern man würde ein bisschen mehr an ihm Schaden machen. Der W-Spell ist eine sehr interessante Variante, denn der Schaden, den die Sporen oder Spieße, die man schießt, machen, skalieren mit physischen Schaden. Die Heilung, die man bekommt, wenn man in dieser Explosion drinne ist, skaliert mit der Ability Power, auch der Zaubermacht in dem Sinne oder der Kraft der Magieangriffe. Da muss man selber wissen, man könnte ihn vielleicht als Selbstheilungsobjekt auch vielleicht mal auf AP spielen, aber ich denke, das ist keine Option, dass seine ganzen eigentlich nur physischen Schaden verursachen. Wir haben den E-Spell, der es erlaubt uns, wenn er natürlich verbessert ist, über größere Distanzen zu springen, wenn er nicht verbessert ist, was ich ein bisschen schade finde, nur über diese kleinen Distanzen. Ich bin lieber mehr einer, der größere Distanzen hinter sich legt und dann doch lieber auf Schaden verzichtet, dann man schnell in den Fight reingehen kann, jemanden zum Beispiel killt oder assistet und dann im Notfall sich rausziehen kann. Die Ultimate erlaubt es einem, sich kurz unsichtbar zu machen, womit man automatisch schon seine Passive bekommt, da man unsichtbar war und einer einen nicht gesehen hat. Und für jeden Punkt in der Ulti, also in seinen Air-Skill, in seine Ultimative, also 6, 11, 16, kann man noch eine andere Fertigkeit verbessern. Seinen Q-Spell verursacht dann noch mehr Schaden. Sein W-Spell, diese Raketen, wenn man die losschießt und jemanden trifft, wird sozusagen diese Passive, die man hat, auch ausgelöst. Mit dem E-Spell hat man halt diese erhöhten Sprungdistanz und mit der Ulti ist es so, solange man in diesem Stealth-Modus ist, solange man unsichtbar ist, bekommt man weniger Schaden. Man muss je nach Situation wählen. Ich kann jetzt nicht sagen, nehmt immer den Q, nehmt immer den E, nehmt immer die Ulti. Nein, vielleicht ist es einem selber doch mal lieber, ein bisschen diese Selbstheilung zu haben oder den Gegner auf Distanz zu halten. Nehmt man lieber mal mehr den W-Spell oder man braucht den E-Spell gar nicht, da der Gegner einen gar nicht verfolgen kann. Das ist situationsabhängig. Und je nachdem, welche Evolution er eintritt, verändert er sich. Mal bekommt er größere Klauen, mal bekommt er diese Flügel, manchmal wird er rot. Das ist halt diese Stealth-Option, wie man bei einem Gegner schon gesehen hat. Das liegt alles in eurer Wahl. Ich hoffe, diese Folge von Kreaturen in der Welt von League of Legends hat euch gefallen und schaltet demnächst wieder ein, wenn wir uns wieder auf ein neues Objekt spezialisieren. Was kann ich da als Gentleman noch sagen? Dankeschön, viel Spaß und das Team war super. Ich bedanke mich nochmal, falls es jemand vielleicht sieht aus dem Team und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!